Wie hast du hin drunter geguckt? Und hallo und herzlich willkommen. Er steht dabei mal leicht vornüber gebeugt, ne? Total unter Anspannung. Das Spiel hier nennt sich Hogwarts Legacy. Hi, hier ist der alte Mann. Im Suchtmodus. Alles andere vernachlässigen. Revelio. Da soll ich hin, dann gucken wir erstmal hier noch. Die Truhe da, die ist geöffnet. Gut, dann haben wir hier alles soweit. Dann gehen wir hier mal hoch. Hier bingt auch nichts. Hoch. Nimmst du manchmal andere Wege zum... Was haben wir denn hier? Das ist ja wohl ein Witz. Lumos! Das habe ich hundertprozentig schon gesehen. Das ist oben. Das ist ganz oben. Wie komme ich da denn jetzt hin? Das habe ich noch nicht gesehen. Revelio! Lumos! Komm. Gehen wir mal die Treppen wieder runter, dann kriegen wir noch so ein Ding. Huch! Revelio! So, dann haben wir das auch erledigt. Da ist eine Eule. Wenn ich da noch an den ersten denke. Den ersten Spiegel. Da ist Hallo. Amid. Gleich Amid. Aber sonst ist hier nichts zu gucken. Oh, hallo. Ja? Hallo, Amid. Hast du nicht mal erwähnt, dass du Koboldogak sprichst? Habe ich. Ich meine, tue ich. Sprechen. Hat das was mit dem Kobold zu tun, mit dem ich dich in Hogsmeade gesehen habe? Genau. Er heißt Lodgok. Wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Er wartet bei einer Koboldmine auf mich. Wärst du bereit zu helfen? Natürlich. Wie aufregend. Ich meine, nun ja, kann das gefährlich werden? Ich glaube, er will mir bloß etwas zeigen, das mit Koboldogak zu tun hat. Er ist ein Freund von Sirona, wenn das hilft. Das ist gut zu wissen. Wenn Sirona ihm vertraut, fühle ich mich gleich viel besser. Hast du je direkt mit einem Kobold gesprochen? Tatsächlich nie. Ich bin ja so gespannt darauf. Ein echtes Gespräch in Koboldogak mit einem Muttersprachler. Ich kann es kaum erwarten, subtile Aussprachen und Klänge bestätigt zu bekommen, die mir vielleicht entgangen sind, so als Autodidakt. Mhm. Du sagtest, du sprichst Koboldogak. Aber wie gut. Ich lese Koboldogak schon seit ich klein bin. Meine Eltern haben eine umfangreiche Bibliothek. Als ich von den Klassikern genug hatte, habe ich Koboldwerke verschlungen. Ich würde dir ja ein paar Titel nennen, aber die würdest du nicht verstehen. Mhm. Lodgok wartet schon. Wollen wir? Sofort. Ich wollte nur kurz die Aussprache von ein paar Begriffen überprüfen. Wir sehen uns dort. Okay. Gut. Das ist jetzt weiter weg. Deswegen. Da ist noch ein Schatzgewölbe. Wir haben ja jetzt diesen Zauber. Ich könnte mir auch die anderen angucken. Was haben Sie jetzt vor? Revelio. Wie
muss ich das denn noch machen? Das ist nicht so gut. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Komme ich hier auch wieder raus? Das ist ja scheiße. Da müssen wir hin. Was ist da draußen los? Aha! Defendo! Nicht ganz! Findest du? Confringo! Du! Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Wir sind ja auch hier irgendwie reingekommen, ne? Da muss es auch hier... Aber nicht von da. Da muss es hier auch rausgehen. Würde ich mal meinen. Stöhn nicht so. Ist ja Kaka hier. Was habe ich denn hier gemacht? Das ist ein doofer Platz. Echt jetzt. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ist ja mittendrin. Na, dann werden wir doch die mal hier nehmen. Den, den. Oh, ich hasse es. Hm, der zeigt die Fundorte. Revelio. Nahe Revelio-Seiten an, genau. Ach, da waren wir noch nicht drin. Wieder mal auf Abenteuertour? Nö. Ich guck nur mal, ob keiner guckt. Hier ist noch eine Truhe. Oh, was sehe ich denn hier? Das geht gar nicht. Ach so. Dann haben wir das nämlich geschafft. Huch. Die Steuerung ist nicht sehr feinfühlig, deswegen diese riesigen Schwenks hier. Eine Aufgabe erfüllt, jetzt müssen wir 90 machen. Revelio. Ah, Hut. Hier ist noch Merlin. Das gibt's ja gar nicht. Revelio. Ah, Merlin. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Wer ist da? Ach, bis ich das gelesen habe, ist der Straßenköter tot. Man darf dabei nicht den Bogen berühren, dann wäre die Sache gegessen. Revelio. So, jetzt aber. Vorsicht, der Baum. Und was sind das da für Tierwesen? Aber ich glaube, Kniesel sind das nicht, ne? Ich brauche hier noch einen Kniesel. Ach, hier, die Hippos. Hippos brauchen wir nicht. Wird man noch das...
Hier ist noch was anderes. Was ist das da? Ist da noch einer von den... Revelio. Confringo! Repulso! Defindo! Protego! Stufo! Confringo! Defindo! Protego! Stufo! Stufo! Confringo! Ist hier noch ein Bär? Wo ist denn das da? Geplatzt! halt! Dreh dich doch mal! Hier ist sonst nichts weiter, ne? Der hat nichts gehabt. Doch, die Truhe. Aber war das jetzt... Mann, Timmy! Oh, das ist so doof hier. Hänge ich jetzt hier fest? Das ist so unelegant. Das Gras drin. Ah, ich hätte noch eure Pflanze. Ich weiß nicht, ob das jetzt der war, der da angezeigt wurde. Ja, ich beeil mich. Hier ist noch ein Merlin. Da, guck mal da hinten. Ist der hier? Der ist auf der anderen Seite. Der ist auf der anderen Seite. Halt. Da ist er. Ein Freund der Koboldogak spricht, wird uns hier treffen. Könnten Sie mir vorher vielleicht sagen, warum wir hier sind? Natürlich. Leider hatte der Helm von Earthcott of Renrock nicht die Wirkung, die ich mir erhofft hatte. Er wusste bereits von dem Diebstahl und nahm an, dass ich mir Hilfe von Hexen oder Zauberern geholt hatte. Wie sonst dachte er, dass der Helm zu den Kobolden zurückkehrt? Es scheint, als habe er kein Interesse an einer Versöhnung. Wenn es um Renrock geht, fürchte ich, können wir kein vernunftbegabtes Denken erwarten. Verdammter Bragbor mit seinen Büchern! Bragbor? Ein Vorfahre von Renrock, der sich auf Metall verstand. Sollen wir zusammenarbeiten, muss ich Ihnen wohl mehr erzählen. Vor kurzem sollte ich Renrock einige Bücher von Bragbor besorgen, die entdeckt worden waren. Sie beschrieben Behältnisse, die Bragbor für eine Gruppe von Hexen und Zauberern anfertigen sollte. Was meinen Sie mit Behältnisse? Große magisch verstärkte Behälter, gefertigt aus Koboldmetall. Renrock heuerte Verstärkung an, um mir bei der Suche zu helfen. Wir sollten an Orten suchen, die mit 5 Namen aus den Büchern zusammenhingen. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morgenack und Rookwood. Schloss Rookwood? Dort begannen wir mit der Suche. Warum sind Renrock diese Behältnisse derart wichtig? Er ist an ihrem Inhalt interessiert. Seit Jahrhunderten weigern sich Zauberer, magisches Wissen mit Kobolden zu teilen. Ha, nicht mal Zauberstäbe dürfen wir benutzen.
Daher haben viele Kobolde, mich eingeschlossen, Hexen und Zauberern ein Leben lang misstraut. Ranrock war überzeugt, dass die Behältnisse eine magische Kraft enthielten, die die Zauberer für sich behalten wollten. Er war, ist entschlossen, sie für die Kobolde zu sichern. Doch... Da kommt mein Freund Ahmed. Am besten besprechen wir das später weiter. Ich grüße Sie, Lodgok. Es ist mir eine Ehre. Sie sprechen Koboldugak? Oh, Bagaleo. Genug. Bitte sagen Sie mir, dass das kein Koboldugak sein sollte. Nun tja. Vielleicht war meine Aussprache nicht ganz richtig. Vielleicht ein anderer Dialekt? Aussprache ist nicht das Problem. Ich erkenne das kaum als Sprache wieder. Ich schätze, dass Sie Koboldugak besser lesen, als Sie es sprechen können. Das kann ich, Sir Lodgok. Nur Lodgok? Glücklicherweise brauchen wir nur jemanden, um schriftliche Pläne zu entziffern, da ich nicht mit Ihnen kommen kann. Was für schriftliche Pläne? Und warum können Sie nicht mit? Wir brauchen einen Hinweis auf Ranrocks Wissen oder Vorhaben. Ein achtloser Anhänger hat womöglich Pläne zurückgelassen. Und ich kann nicht mitkommen, weil Ranrock auf keinen Fall von meiner Anwesenheit erfahren darf. Sie müssen vor allem ungesehen bleiben. Vom Auge über der Zaubertür und herumlungernden Anhängern. Mist. Was müssen wir noch über die verzauberte Tür wissen? Ich will aber nicht. Die Tür bleibt verschlossen, solange das Auge sie sieht. Sie beide müssen unsichtbar sein, um hineinzugelangen. Das kriegen wir hin. Nach allem, was ich über Zauberermagie weiß, sollte das nicht zu schwer sein. Ahmed und ich schaffen das. Ich warte auf Ihre Rückkehr. Okay. Dann also bis bald. Ja, bis bald. Revelio. Den sollen wir... Ach, das ist... Damit ist die Tür gemeint. Und da ist ein Auge drüber. Aha. Ich bin leise. Welches Auge? Diese Tür beobachtet uns. Das Auge des Verbrechens beobachtet uns. Bücher bereiten zu wenig auf die Wirklichkeit vor. Eine echte Koboldmine. Revelio. So groß hätte ich sie mir nie erträumt. Ich mach Ahmed. Ich mag eigentlich alle NPCs hier. So. Ich habe auch noch keinen Lieblings-NPC. Sebastian, das ist ja langsam so am Abschwellen. Ich habe einen echten Kobold getroffen. Die Liebe, meine ich. Schau dir diesen Aufzug an. Beeindruckende Arbeit für so ein schlichtes Gerät. Davon mal abgesehen, ist es der einzige Weg, um weiterzukommen. Bist du da? Ja, wir wollen ja nicht gesehen werden, oder? Revelio. Was hier auf uns wartet. Ich fasse es nicht. Wir sind in einer echten Koboldmine. Revelio. Okay, machen wir erstmal das. Brauche ich aber den. Danke. Ah! Aua, 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 aua! Revelio. Mal weiter gucken. Noch sind hier keine Gegner zu erkennen. Deswegen mache ich hier mal so. Ich habe von solchen Minen gelesen. Aber in echt ist es etwas ganz anderes. Akio. Bist du da? Revelio. Da sind sie. Akio. So, jetzt. Wir müssen aufpassen. Du weißt sicher, dass nicht alle Kobolde uns so wohlgesonnen sind wie Lodgok. Revelio. Ach, das ist das Auge.
Menschen zum Kämpfen. Die erledige ich alle. Menschen laufen immer weg, wenn sie mich sehen. Aha. Ein Moment. Entschuldigung. Ich bin Confringo. Protego, bist du? Ganzes Bein. Das macht einen Moment. Ich bin gut im Herumschleichen. Ja, ich auch. Vor allen Dingen im Schleichen lassen. Das war etwas mehr, als ich gewohnt bin. Ich bringe uns hier sicher durch, Amit. Du hast mein Wort. Revelio. Wie er das geflüstert hat. Aua! Confringo! Ich fühle mich wie eine Figur aus dem Abenteuerroman, die ich in den Sommerferien lese. Revelio! Sehen wir uns um, Amit. Vielleicht finden wir irgendwelche Pläne. Hier sollten doch irgendwo Pläne sein. Nein, ich will so machen. So. Ein Bauplan. Sie errichten irgendetwas. Ich weiß nicht was. Seltsam. Ich werde schon noch herausfinden, was sie hier unten bauen. Oh. Schlau. Ein Bauplan. Revelio. Ja, haben wir aber jetzt alles, ne? Da können wir die Treppe hoch. Ich will aber erstmal hier noch gucken, ob hier noch Dinge sind. In diesem Raum, da können wir auch die Treppe hoch. Da sind noch mehr. Ja, wir machen nächste Folge weiter, ne? Tschüss.